إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ich bezeuge, es gibt niemanden, der mit Recht angebetet wird, außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Allahs ist. Wir haben in den letzten Malen über die kleinen Vorzeichen und den großen Vorzeichen vom Tag der Auferstehung gesprochen. Und wir haben über den Tod und das Sterben gesprochen. Und wir haben über das Leben im Grab gesprochen. Und fangen inshallah heute an mit dem Tag der Auferstehung. Mit dem Tag der Auferstehung, mit dem Tag des Bedauerns, mit dem Tag der Wahrheit und dem Tag des Bereuens. Wie Allah Azza wa Jalla auch diesem Tag viele Namen im Koran und in der Sunna gab. So hat er das Al-Haqah, Al-Tammah, Al-Kubra, Al-Waqi'ah, viele Namen für diesen Tag gegeben. Und Allah Azza wa Jalla, wenn er für eine bestimmte Sache oder wenn eine Sache sehr wichtig ist und eine hohe Wichtigkeit hat, dann gibt Allah Azza wa Jalla dieser Sache viele oder mehrere Namen. Und wir haben das letzte Mal gesprochen über das, oder das letzte, was dann passiert ist in der Reihe, ist das Leben im Grab. Und irgendwann, wie ihr wisst, wenn der Engel, der beauftragt ist, die Seelen abzuholen der Menschen, ganz am Ende der Zeit wird Allah Azza wa Jalla ihn fragen, wer ist auf dieser Erde noch geblieben? Und dann wird der Engel des Todes sagen, ja Allah, es sind nur noch die sieben. Also nachdem er die Seelen alle abgeholt hat von den Menschen, von den Tieren und von allem, was lebt und von allen, die leben, die Seelen abgeholt hat, und die Seelen der Engel abgeholt hat, sagt er am Ende, O Allah, es sind nur noch die sieben Engel, die deinen Thron tragen. Und ich und du, ja Allah. Dann beauftragt ihn Allah, die Seelen der sieben Engel zu holen, die den Thron Allahs tragen. Weil Allah Azza wa Jalla braucht keinen, der seinen Thron trägt, subhanallah. Und dann holt er die Seelen von den sieben Engeln ab. Und dann sagt Allah zu ihm, wer ist noch geblieben? Und dann wird Malik al-Maut, der Engel des Todes, sagen, nur noch ich und du, Allah. Und dann wird er sagen, nimm deine eigene Seele jetzt raus. Und dann wird er seine eigene Seele nehmen und dann wird keiner mehr übrig sein, außer Allah Azza wa Jalla. An diesem Tag wird keiner mehr übrig sein, kein einziger. Und dann wird es Ruhe geben. Und dann wird es Ruhe geben und dann wird Allah sprechen. Und dann wird Allah rufen, wo sind die Könige? Wo sind die Könige der Erde? Wo sind die Hochmütigen? Wo sind die Herrscher? Wo sind die, die von sich etwas glaubten? Wo sind die, die Unheil auf Erden gestiftet haben? Wo sind die Mörder? Wo sind die Starken? Subhanallah, und keiner wird antworten. Keiner wird antworten. 40 Jahre lang oder noch mehr. Keiner wird antworten, subhanallah. Ruhe. Und dann sagt Allah Azza wa Jalla, antwortet sich selbst. Und dann sagt er, ich bin der König der Könige. Der ewig Lebende, subhanallah. Und wir reden natürlich, inshallah, über dieses Thema, weil es sehr, sehr wichtig für uns ist. Zum einen, dass wir lernen, was passiert, wovor wir uns in Acht nehmen sollten und müssen. Und zum Zweiten, weil es so zu den Glaubenssäulen gehört, dass wir über den Tod, über das Leben nach dem Tod erfahren und lernen und uns daran erinnern und diesen Tag fürchten lernen und uns vorbereiten für diesen Tag. Und zum Zweiten natürlich gehört das auch dazu, dass man über diesen Tag redet, damit unsere Herzen weicher werden, damit unsere Herzen yani mehr Gottesfurcht von Gottesfurcht gefüllt werden können. Und das war auch die Tat der Propheten und der Sahaba,
Die haben sich viel an den Tod und an das Leben nach dem Tod und an den Tag der Auferstehung erinnert, damit ihre Herzen weich werden und sie Allah Azza wa Jal mehr und besser anbeten, als sie es vorher getan haben. Und besonders in unserer Zeit, in der wir alle den ganzen Tag beschäftigt sind mit Dunya, mit Materiellem, mit Arbeit, mit Schule, mit Briefen und viele Menschen irregegangen sind und diesen Tag komplett vergessen haben, von den Nichtgläubigen sowieso, oder nicht, erst gar nicht zu sprechen, aber auch von den Muslimen selbst, subhanallah. Aber wir reden über den Tag, sodass diejenigen, die Allah, denen Allah Verstand gegeben hat, über diesen Tag nachdenken und zurückkehren zu Allah Azza wa Jalla und ihre Sünden bedauern. Und dann wird Allah Azza wa Jalla dem Engel befehlen, ins Horn zu blasen. Und zu diesem Zeitpunkt, wenn es dann in das Horn geblasen wird, werden alle Geschöpfe werden aus ihren Gräbern rauskommen. Jedes Geschöpf, jeder Mensch, jeder Dschinn wird rauskommen aus dem Grab, subhanallah. Und wie wird er rauskommen? Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Uraten, also nackt, Hufaten, Uraten und Ghurla, also nackt und barfüßig und ungeschnitten. Wie es im Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert wird, im Hadith, der überliefert wird von Muslim, authentisch, wie der Prophet es ihm gesagt hat, jeder wird zum Tag der Auferstehung geschickt, wie er starb, subhanallah. Deswegen müssen wir uns vorbereiten, liebe Geschwister. Wir werden geschickt zu Allah Azza wa Jal, so wie wir sterben, wie der Prophet das in diesem Hadith gesagt hat. Jeder wird so geschickt, wie er starb, in der Situation oder in der Position und in dem Zustand, in dem er gestorben ist. So ist einer gestorben in der Niederwerfung, steht er auf in einer Niederwerfung, subhanallah. Ist er gestorben und er war im Koran lesen, er wird aufstehen im Koran lesen. Wird er sterben, indem er die Pilgerfahrt verrichtete, wird er aufstehen und wird sagen, Labbaik Allahumma Labbaik. Er wird ja den islamischen, das größte und höchste islamische Wort sprechen. La sharika lak. Die Gesellen, dir nichts bei dir, Allah. Keiner ist da außer dir. So wird er aufstehen. So werden die aufstehen, die sich hier drauf vorbereiten. Und derjenige, der stirbt, möge Allah uns davor bewahren. Und er hat gerade Zina gemacht, Unzucht. Er wird aufstehen in dieser Position, in diesem Zustand. Ist derjenige gestorben und er hatte gerade Drogen genommen oder er war besoffen, wird er so aufstehen, wal'iyadu billah, vor Allah Azza wa Jal. Wenn die Leute aufstehen, werden bestimmte Leute werden Nur haben, Licht haben. Manche, wie der Prophet gesagt hat, werden Licht haben wie ein Berg. So ein großes Licht. Und manche die Größe von einem Kamel. Und manche werden wie die Größe eines Menschen. Und manche werden ein ganz kleines bisschen Licht haben, so groß, so wie der Zeigefinger ungefähr. Subhanallah. Und manche werden in Dunkelheit aufstehen, subhanallah. Dunkelheit überall, wo sie hingucken. An diesem Tag werden manche Leute aufstehen. Am Tag der Auferstehung werden manche Leute aufstehen. Der Prophet sagt, die werden ihre Zungen werden rauskommen aus ihren Mündern und werden über ihre Brust fallen, hat der Prophet gesagt. Wer sind diese Leute? Es werden diejenigen sein, die im Diesseits gelästert haben, über die anderen Menschen geredet haben in ihrer Abwesenheit. Negativ über andere zu sprechen, wal'iyadu billah, von den schlimmsten Sünden. Der Prophet sagte weiter, andere werden auferstehen und sie werden Fingernägel aus Kupfer haben, ganz lange Fingernägel aus Kupfer und sie werden ihre Gesichter und das Fleisch aus ihren Gesichtern und aus ihrer Brust rausreißen, mit ihren eigenen Fingernägeln. Und der Prophet sagte, dass es diejenigen sind, die Menschen schlecht behandeln. Und den anderen Menschen Schlechtes zufügen, den Nachbarn, Familie und so weiter. Und der Prophet sagte, andere Leute werden einen riesen Bauch haben, riesengroßer Bauch. Und die werden wegen diesem riesengroßen Bauch gar nicht laufen können. Und sie werden nur so,